Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit der Nuri. Wir sind wieder hier mit dabei. Und Bin gleich ja, zurück. in der letzten Folge haben wir dieses wunderschöne Elfenmädchen, ach nee, Feenmädchen kennengelernt. Und nun müssen wir anscheinend ein Gefäß basteln, um die Nuri. Nanu? Wer auch immer dieses Feentor verschlossen hat, war nicht gerade zimperlich. Wie soll dieses Feentor denn verschlossen geworden sein? Ich nehme mal. Wasser. Ich darf dieses Feenwasser auf keinen Fall berühren. Ganz im Innern glitzert es magisch. Wir dürfen das Wasser nicht berühren. Keine Zeit für sowas. Moment, ich habe eine Idee. So nicht. Nein, so. Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Warum sollte es nicht zerbrechlich sein? Rinnsal. Keine Zeit für Experimente. Ja, Nuri. Okay, warte mal. Wir reden mal mit Nuri. Ja? Bin gleich zurück. Das geht anscheinend nicht. Puh. Wie werde ich jetzt mit diesem Rinnsal da fertig? Ich habe immer noch keine neuen Optionen, gell? Los, sag ihnen gut. Was? Na los. Okay, das geht auch nicht. Flöte! Spiel etwas für meine Freunde. Ein andermal vielleicht. Ja, So nicht. Nein, eine. Natürlich nicht. Kann ich für die Nuri was spielen? Spiel etwas für meine Freunde. Dann mögen sie dich. Da wären sie die Ersten. Okay, es geht anscheinend auch nicht. Schau einer Fee nicht zu lange ins Gesicht, heißt es. Sonst fällst du unter ihren Bann. Ist dir etwas eingefallen? Ich überlege noch. Okay. Rinnsal, Rinnsal, Rinnsal. Kann ich die Flöte eventuell? Darin kann ich das Wasser nicht sammeln. Wenn ich sie Geht verstopfe? nicht. Wenn ich sie. Das ist keine Hilfe. Aber eine Flöte kann ich eventuell. Geht nicht. Ach Mist. Jetzt habe ich mir wieder eins genommen. Ach so, alles klar. Das führt zu nichts. Das geht so nicht. Nein, was soll das auch bringen? Kann ich das mit den Rauen verbinden? Nein, was soll das auch bringen? Oder mache ich es nass und wickel es um Nuri? Hat doch nichts. Klingt sehr falsch, was ich gerade gesagt habe. Unsinn. Aber Das lasse ich lieber. ich weiß ja nicht, in welcher Art und Weise ich das Wasser brauche. Kann ich eine Araune kaputt machen? Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Tonglas, aber nicht das. Das vielleicht? So leicht zerbricht das nicht. Das übersteigt meine Kräfte. Das ist bitter. Irgendwann werde ich auch das zerbrechen können. Vielleicht kannst du diese Fähigkeit dann noch ausbauen, mein Lieber. Momentan. Ich glaube nicht, dass ich gehen kann, oder? Kann ich gehen? Ach so, ich darf also auch einfach rausgehen. Okay, dann nehme ich den Käfig mal. Raus mit dir. So, der Süße geht raus. Ich nehme den Käfig. Da lag aber noch was drinne. Ein Schneckenhaus, natürlich. Die Krabbenpuhle aus Nostria wird mich zwar dafür auslachen, aber es ist eine Angel. Ja, gut, dann. Angel ich der Fee mal ein wenig von ihrem Wasser. Ohne es selbst zu berühren, woher auch immer. Wozu habe ich eigentlich die Angel gebaut? Gut, aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Mit einer. Keine Zeit für Experimente. Ach, das Haus willst du verschließen. Interessant. Die Eichel verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Jetzt noch das Band darum?
Dann kann die Fee nichts mehr verschütten. So, bitteschön, liebe Nuri. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Yoka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte. Schau, Geron. Ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm, bei mir und Gwynling bist du sicher. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Nuri, da rein. Schnell. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Na, dann gehen wir mal nach oben und schauen mal. Oh mein Gott. Warte, Gott. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwynling? Gwynling, bleib hier! Ach du ich hab doch gewusst, dass wir nicht weggehen dürfen. Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles zu spät.
Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwynling? Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein, 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 nein! Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da! Da ist die Hexe! Schaut ihr nicht in die Augen! Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Oh nein, Nori! Was ist denn da jetzt passiert? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Quinlan. Leb wohl, Gwynling. Scheiße, Alter, ich hab gewusst, dass... Sie haben ihm die Augen ausgerissen. Wie soll er nun den Weg in Firons Jagdgründe finden? Ich hab gewusst, dass das passiert, wenn wir hier nicht sind. Wie ist es hier rausgegangen? Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder? Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Der Rabe ist doch ganz nett. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nori verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Ja, der Rabe ist ja nicht besonders begeistert davon, was wir machen. Oder sagen wir es mal so, es beruht auf Gegenseitigkeit. Okay, jetzt schnell. Wir müssen... Alles klar, wir brauchen eine Scherbe von Quinlan. Es tut mir leid, ich sollte vielleicht mehr um Quinlan trauern, aber momentan haben wir halt das Problem, dass Nuri auch gerade gleich die nächste ist, wenn wir uns nicht beeilen. Darum, ich glaube, ich muss mir so eine Scherbe hier nehmen. Deswegen lagen die auch so offensichtlich... Ja, okay. Ach, zerbrochenes Messer sogar. Immerhin ein Andenken an Quinlan. Na dann, raus hier. Raus hier. Wenn Nuri wieder Dinge ganz machen kann, kann ich ihr dann sagen, sie soll das Messer schnell ganz machen? Raus hier. Okay, wir reden mit Nuri. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen.
Kannst du richtig zaubern, Nori? Und kaputte Dinge wieder heil machen? Meist schon. Heil machen ist ganz leicht. Okay. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Also haben wir das perfekte Gegenstück für uns gefunden. Wir können alles zerbrechen und Nuri kann alles wieder ganz machen. Na dann, helfen wir Nuri mal. Gut. Erst das Seil, dann der Pflock. Nein, Augenblick, andersrum. Sonst überrollen mich unten die Fässer. Okay, gut. Runter. Wenn ich den Pflock jetzt kaputt mache, dann... na okay, gut. Eigentlich sehr unrealistisch, dass das Seil noch hält, aber na gut. Ich hoffe, keiner kommt dabei zu Schaden jetzt. Los. Okay, Nuri, bitte komm mal rüber. Bitte, Geron, mach schnell. Ja, komm doch einfach rüber. Ach so, ich soll wahrscheinlich durchs Fenster steigen. Okay. Ist echt deprimierend, dass man jedes Mal wieder hier durchlaufen muss. Na, okay, gut. Bitte, Geron, mach schnell. Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen? Geh mal auf. Lange wird das die Meute nicht aufhalten. Da habt ihr euer Freibier. Aber das Feenmädchen sitzt immer noch fest. Okay, wie mache ich das jetzt weiter? Ich könnte... Lederband. Danke für das Band. Welches Band? Vergiss es. Vielleicht... Band mit Fässern geht gar nicht, okay. Da habt ihr auch aber das Feen. Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. Alles klar, wir sollen also dafür sorgen, dass die Fee zum Lagerhaus kommt. Ich guck noch mal kurz, ob hier drinnen noch was liegt. Nee, hier ist nur noch das. Der Seher will uns alle mit einer Zauberharfe vernichten? Und dafür braucht er meine Fee? Das alles ist doch Wahnsinn. Nimm's was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Okay, alles klar. Wir können hier nichts mitnehmen. Ich guck noch mal unten, ob unten vielleicht was liegt. Alles klar, Scharniere. Wir zerbrechen die Tür und nehmen die Tür mit. Dieser Fluch hat auch Grenzen. Mein Gott, dann nimm den Hammer. Kann ich den Scharnier auch mitnehmen? Nee, nur die Tür. Okay, gut. Tür schnappen. Peinlich, wenn die merken, dass wir der Fee helfen, dann sind wir natürlich auch ganz schön... Naja... Nicht gut bedacht. Okay. So. Okay, ich kann die Tür also auf die Mauer legen. Aber... Was da passiert, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Denn für heute ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ach, fieser Cut und so ein Zeug. Bis morgen, schaltet wieder rein.